300 Jahre Forschung auf der Zielgeraden, die Papyri von Herculaneum. Im Jahre 1709, also vor 315 Jahren, wurde in Italien beim Graben eines Brunnenschachtes die römische Stadt Herculaneum am Fuße des Vesuv wiederentdeckt, nachdem diese vor knapp 2000 Jahren gemeinsam mit den Städten Pompeji, Oblontis und Stabiae 79 nach Christus im Ascheregen des Vulkanausbruchs untergegangen war. Und bereits wenige Monate später begannen dort die ersten Ausgrabungen. Neben den vielen, vielen Einblicken, die diese Ausgrabung dieser Ortschaften seither in den römischen Alltag der frühen Kaiserzeit gegeben haben, ragt ein Fund gerade für Historiker und PhilologInnen ganz besonders hervor. Die Villa dei Papiri, das Haus der Papyri, auf das Grabende zum ersten Mal 1750 stießen. Zur zeitlichen Einordnung. 1750, Mitte 18. Jahrhundert, das ist so die Zeit, in der Menschen ungefähr so rumlaufen, manche würden wohl sagen Piratenzeit. Das absolutistische Herrschaftsmodell befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Machtentfaltung und geht eine zunehmende Verbindung mit den Ideen der Aufklärung ein, während in der ärmeren Bevölkerung Londons die Gin-Craze im vollen Gange ist. Dazu gibt's hier ein Video. Die weltweite Bevölkerung wächst in diesem Jahrhundert schneller als in den 5 vorangegangenen Jahrhunderten zusammen und wir befinden uns am Vorabend weitreichender Konflikte zwischen den europäischen Monarchien um territoriale Vorherrschaft innerhalb und außerhalb von Europa, nur um sich danach wieder auf den Status quo Antebellum zu einigen. Super gemacht! Kolonialismus und die Ausbeutung besetzter Gebiete nehmen jetzt gerade so richtig Fahrt auf und auch der Sklavenhandel in die amerikanischen Kolonien wird bis ins Unermessliche gesteigert und quasi industrialisiert. Und auch die technologische Industrialisierung beginnt wenig später. 1755 zerstört ein großes Erdbeben die Stadt Lissabon, darunter viele, viele Kirchen und ausgerechnet das Rotlichtviertel bleibt verschont. Das regt viele Menschen zum Nachdenken über den Glauben an. Wie kann ein Gott, der sowohl gütig als auch allmächtig ist, eine solche Katastrophe eigentlich zulassen? Immanuel Kant entwickelte daraufhin eine erste Theorie zu möglichen natürlichen Ursachen von Erdbeben. Die war zwar nicht so ganz zutreffend, aber immerhin. Lissabon war eine Katastrophe, die die europäische Philosophie und Theologie auf den Kopf stellte, denn offensichtlich lebte man wohl doch nicht in der besten aller möglichen Welten. You don't say, Mr. Slave Trader. Aber zurück zur Villa dei Papiri. Natürlich hieß diese Villa nicht schon immer so, sondern sie wurde benannt nach der markantesten und einer ganz grundsätzlich unglaublich seltenen Fundgattung, die bereits die frühen Grabungen in diesem Gebäude zutage förderten. Ihr habt es sicher schon erraten, es handelt sich um Papyri. Das ist eine absolute Seltenheit, denn immerhin besteht Papyrus aus zusammengeklebten Pflanzenscheiben. Nicht gerade die Art von Material, die dafür bekannt ist, sich besonders gut unter der Erde zu erhalten. Und auch bei den ersten Grabungen hat es einen Moment gedauert, bis diese Papyri als solche auch erkannt wurden. Durch die Hitze der Asche- und Gasströme des Vulkanausbruchs wurden diese nämlich karbonisiert, also quasi am Stück verkohlt, ohne dabei aber zu verbrennen und zu zerfallen. Das sieht dann erstmal so aus. Liest du das noch? It does look like shit. Kein Wunder also, dass diese Gegenstände zunächst für sowas wie verbrannte Wurzelreste oder Kohlebriketts gehalten wurden und dementsprechend weggeworfen oder verbrannt. Und erst als einer dieser Klumpen herunterfiel und zerbrach, fiel den Leuten auf, dass es sich dabei tatsächlich um Schriftrollen handelte. Vermutlich war es auch gar nicht die erste, die runtergefallen ist, sondern einfach die erste, bei der zufällig eine Person anwesend war, die das dann auch erkannt hat. Oh, a scroll. I like scrolls. Denn selbstverständlich, they're my third favorite system of transmitting the written word. Waren das damals noch keine Grabungen nach modernen wissenschaftlichen Standards, sondern eher Erkundungs- oder Entdeckungsgrabungen, meist auch auf private Initiative hin. Dass sich diese Papyri selbst in diesem Zustand überhaupt erhalten haben, scheint übrigens ein absoluter Glücksfall zu sein, denn normalerweise wären die bei dem Vulkanausbruch ja einfach verbrannt
und zu Staub zerfallen und nur die spezielle Lage der Villa dei Papiri zum Vulkan ermöglichte an genau dieser Stelle genau die richtige Hitzeeinwirkung, um die Papyri zu karbonisieren und so zu konservieren, statt sie für immer zu zerstören. Seitdem hat es immer wieder Versuche gegeben, die Papyri zu entrollen, in der Hoffnung, doch noch etwas von ihrem Inhalt entziffern zu können. Und diesen frühen Versuchen fiel dann eine ganze Reihe weiterer Schriftstücke zum Opfer, denn, naja, es handelt sich um eng gerollte Kohleklümpchen. Das entrollt sich nicht so einfach. Es bricht und bröselt. Bis dann Padre Antonio Piaggio von der Vatikanischen Bibliothek einen eigens dafür entworfenen Apparat baute, der in der Lage war, sehr langsam und vorsichtig einige dieser Papyri zu entrollen, ohne sie dabei komplett kaputt zu machen. Der erste davon soll etwa 4 Jahre gedauert haben, aber auch diese Technik forderte ihren Tribut an Zerstörung und führte mehrheitlich zu fragmentarischen Ergebnissen. Außerdem konnte er das nächste große Problem auch nicht lösen, nämlich dass große Teile der Texte auch weiterhin mit bloßem Auge unerkennbar blieben. Trotzdem wurden seither mehrere hundert dieser Schriftrollen auf diese Art und Weise geöffnet und die erkennbaren Textfragmente in gedruckten Faksimile-Editionen herausgegeben und der Forschung zugänglich gemacht. Und die konnte allein daraus schon erstaunliche Erkenntnisse ziehen. So wurde zum Beispiel festgestellt, dass es sich bei der Mehrheit der entzifferten Texte wohl um Handschriften des griechischen Philosophen Philodemos von Gadara handelte. Von dem wissen wir aus anderen Quellen wiederum, dass er sich zu seinen Lebzeiten in genau dieser Region aufgehalten hatte. Und nicht zuletzt aus Ciceros Diss-Track in El Calpurnium Pisonem wissen wir, dass der in dieser Rede gedisste Piso ein wohlwollender Mäzen und Förderer des Philosophen war und diesen sogar in seinem eigenen Ferienhaus leben ließ. Und dieser Piso wiederum war niemand Geringeres als der Schwiegervater des berühmten Gaius Julius Caesar. Und so zählten die Forschenden 1 und 1 zusammen und stellten die Theorie auf, dass es sich bei der Villa dei Papiri wohl um das besagte Haus des Piso handeln müsse, in dem er den Philodemos leben und arbeiten ließ, und dass es sich bei den Papyri dementsprechend um dessen persönliche Schriftensammlung handeln müsse. Weit hergeholt ist das auf jeden Fall nicht, da wir wissen, dass Herkulaneum ein beliebtes Naherholungsziel für die römische Oberschicht war. Die Frage war also nicht, ob diese Villa einem wohlhabenden und einflussreichen Mitglied der stadtrömischen Adelselite gehörte, sondern eher welchem davon. Und die Hinweise und Informationen, die wir haben, die weisen eben schon sehr auf diesen Piso hin. Ist übrigens sehr lustig, wie Cicero oder Cicero einerseits einräumt, dass Philodemos ein durchaus respektabler Philosoph und Poet ist, seine Mäzen Piso derweil aber dessen Unterstützung trotzdem negativ auslegt. Er sagt basically, dass Piso den Philodemos nur deswegen unterstützt, weil der als Philosoph der epikuräischen Schule angehörte und diese war dem leiblichen Vergnügen gegenüber aufgeschlossen. Und Piso so, boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Sei eben ein lasterhafter Lustmolch, dem aber für die eigentliche Philosophie der maßvollen Vergnügung dahinter der geistige Tiefgang fehle. So wie nun jener Deckhengst hörte, dass die Lust von einem Philosophen in so hohem Maße gelobt werde, so stellte er keine weiteren Untersuchungen an. Er reizte alle seine für die Lust empfänglichen Sinne dergestalt, wie hätte dem Vortrage jenes Mannes so sehr Beifall zu, dass er glaubte, nicht einen Lehrer der Tugend, sondern einen Wegweiser zur Ausschweifung gefunden zu haben. Battle Rap à la Cicero, die Zerstörung des Piso. Grund für diese Invektivrede, die römisch-literarische Form des Zerstörungsvideos, war übrigens Ciceros Vorwurf an Piso, sich gemeinsam mit anderen Politikern gegen ihn verschworen zu haben, um ihn ins Exil zu drängen. Aber jetzt ist er zurück und haut in seiner Rede einfach alles raus, was sich in der Zwischenzeit so aufgestaut hat und was er heute wahrscheinlich im Rahmen eines ausgedehnten Podgangs auf X, vormals Twitter, mit hochrotem Kopf Hate posten würde. Aufgrund der stolzen Vortragslänge von rund 2 Stunden, was für den Senat schon echt unüblich ist, wird heute übrigens angenommen, dass die heute überlieferte Rede eine von Cicero später für die Veröffentlichung überarbeitete Version darstellt. Da ist ihm wohl noch so einiges eingefallen, was er auch noch loswerden wollte. Piso hat übrigens auch zurückgeschossen, darauf hat aber Cicero dann nicht mehr reagiert,
Wohl weil er der Schmährede des Piso gegen ihn keine größere öffentliche Aufmerksamkeit verleihen wollte. Ist echt ein bisschen wie Social Media. So, aber das Problem mit den unleserlichen Schriftrollen blieb weiterhin bestehen, bis in den letzten 3 Jahrzehnten zunehmend Experimente mit Röntgenstrahlung und multispektralen Bildgebungsverfahren angestellt wurden, die dabei helfen sollten, die Kontraste zwischen verbrannter Tinte und verbranntem Papyrus sichtbarer zu machen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Das einzige Problem dabei war, dass dafür die Papyrusrollen immer noch entrollt und ausgebreitet werden musste, damit das funktioniert. Und bis heute können diese Schriftrollen nicht verlustfrei geöffnet werden. Große Hoffnungen machte aber dann 2015 die Entzifferung der Engedi-Schriftrollen, die das Team um Professor Brent Sears von der University of Kentucky mithilfe einer Mikrocomputertomographie leistete. Die Engedi-Schriftrolle ist ein ebenfalls durch Feuer und Hitze stark beschädigtes Pergament aus dem 3. Jahrhundert, das seit seiner Entdeckung in den 70er Jahren kaum untersucht werden konnte, da es bereits bei den leichtesten Berührungen begann, Schaden zu nehmen. Das Forschungsteam um Professor Seals scannte nun die Schriftrolle im geschlossenen Zustand und konnte das Scanergebnis quasi digital entrollen und so die hebräische Schrift lesen, die durch das Röntgenverfahren sichtbar gemacht werden konnte. Der Text auf der Rolle stellte sich als die älteste bekannte Niederschrift des 3. Buch Mose, genannt Levitikus, heraus. Deutliche Übereinstimmungen mit wesentlich späteren Textfassungen ermöglichten so eine Rückdatierung dieser Textversion und Texttradition um einige Jahrhunderte. Der logische nächste Schritt also: endlich die Entzifferung der Papyri aus Herkulaneum in Angriff nehmen. Das Ziel schien zum Greifen nah. Leider ergab sich dabei das kleine Problem, dass die Technologie, die geholfen hatte, die Engedi-Schriftrolle zu entziffern, nicht ausreichte, um auch diese Texte lesbar zu machen. Bei der Engedi-Schriftrolle kam nämlich eine metallhaltige Tinte zum Einsatz, die sich als anorganisches Material unter Röntgeneinstrahlung wunderbar vom organischen Pergament absetzte. Anders die Papyri aus Herkulaneum, bei denen eine kohlenstoffbasierte Tinte zum Einsatz kam, die sich eben kaum vom organischen Papyrus absetzte. Doof. Die Bildgebungsverfahren reichten also immer noch nicht aus, um wie bei der Engedi-Rolle einfach den dreidimensionalen Scan digital zu entrollen und den Text zu lesen. Seit einigen Jahren wird daher nun mit künstlicher Intelligenz experimentiert, um deren Unterscheidung zwischen beschrifteter und unbeschrifteter Fläche bei den Papyri zu verfeinern. Im letzten Jahr wurde daher zur Vesuvius Challenge aufgerufen, in der Hoffnung, dass Forschende weltweit auf die bisherigen Scan-Ergebnisse und die KI der University of Kentucky zugreifen würden und sie mit ihrer eigenen Expertise verbessern würden. Und tatsächlich, diese Konzentration von Ressourcen ermöglichte innerhalb weniger Monate eine Verfeinerung der KI, die ansonsten wahrscheinlich noch viele Jahre gedauert hätte. Die KI wurde trainiert, immer besser zwischen beschrifteten und unbeschrifteten Papyruspassagen zu unterscheiden, bis vor wenigen Monaten 2 Studierenden unabhängig voneinander der ausschlaggebende Durchbruch gelang und sie beide das erste Wort auf der ungeöffneten Schriftrolle entziffern konnten. Porphyras. Purpur. Luke Farriter, Student an der University of Nebraska, hatte seine KI nach speziellen Bruchmustern in der Papyrusoberfläche suchen lassen, die sich als Relikt der ehemaligen Beschriftung herausstellten. Der Berliner Biorobotik-Student Josef Nader ließ seine KI nach anderen Anomalien suchen und erreichte auf die Weise sogar ein noch deutlicheres Ergebnis in der Wiedergabe des ersten Wortes. Mittlerweile haben die beiden sich mit dem Züricher Robotikstudenten Julian Schilliger zusammengetan, der in der Zwischenzeit das 3D-Scan-Verfahren verbessert hatte. Und nach den ersten einzelnen Worten konnten so mittlerweile bald ganze Passagen erkennbar gemacht werden. Etwa 85% dieser Buchstaben sind jetzt klar erkennbar, weit mehr als am Anfang erhofft. Bei der Übersetzung stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Schriftstück um einen bisher noch völlig unbekannten Text handelte, mutmaßlich wieder aus der Feder des Philodemos. Darin teilt der Autor seine Gedanken über die Bedeutung von Genuss und Freude mit. Klassischer Epikureismus also. Unter anderem stellte die Frage, inwieweit Dinge, die schwer zu erlangen sind, dem Menschen mehr Freude bereiten als die leicht zu erlangenden, und schließt hierzu: ähnlich wie im Fall von Nahrung glauben wir nicht, dass seltene Dinge per se mehr Genuss bereiten.
An anderer Stelle erwähnt er den Namen Xenophantus, möglicherweise identisch mit einem antiken Musiker, den Philodemos bereits in einem anderen Text nannte. Am Ende der bisher entzifferten Passagen machen Forschende übrigens einen möglichen Seitenhieb des Autors in Richtung der Stoiker aus. Die Stoiker sind zu dieser Zeit eine konkurrierende philosophische Denkrichtung, die aber die Meinungen der Epikureer zum Thema Lust, Freude und Vergnügen überhaupt nicht teilen. Und über die schreibt der Autor, dass die nichts über die Freude zu sagen vermögen, weder im Allgemeinen noch im Speziellen, wenn es um eine Definition geht. Die Preisträger und ihr Team sind auf jeden Fall hyped und zuversichtlich, dass bald schon komplette Texte folgen werden. Und dann steht ihrer Meinung nach der Entzifferung der verbleibenden Hunderten von Schriftrollen nichts mehr im Wege. Ganz zu schweigen von den weiteren, bisher noch überhaupt nicht ausgegrabenen Stockwerken der Villa dei Papiri, in denen noch zahllose weitere lateinische und griechische Schriftstücke erwartet werden. Unter anderem so die Hoffnung, eine frühe Abschrift der Aeneis von Vergil. Da aus anderen Quellen bekannt ist, dass Vergil und Philodemos sich als überschneidende Zeitgenossen im gleichen Umfeld bewegten, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit dahingehend auf jeden Fall gegeben. Einem Forschungsteam von der Universität Pisa ist inzwischen noch ein weiterer Durchbruch gelungen. Einer Papyrusrolle, die eine von Philodemos verfasste Geschichte der Philosophie enthielt, entnahmen die Forschenden Hinweise auf einen möglichen Fundort der Grablege des Philosophen Platon. Zwar wusste man bisher bereits, dass dieser irgendwo auf dem Areal der Akademie in Athen begraben wurde, jedoch wird Philodemos in seinen Beschreibungen hierzu erstmals auch etwas genauer. Währenddessen ist das Team aus Kentucky zuversichtlich, dass die bei der Vesuvius Challenge erreichten Fortschritte in Zukunft auch zur Entzifferung noch ganz anderer, bisher verloren geglaubter Dokumente beitragen können. These tools can be made to be more generic, that's for sure, and there is more material in libraries and museums. When you put on these goggles that allow you to see damaged material with new eyes, you find that there are other really intriguing pieces of material that I do believe these techniques will apply to. For example, the Franklin papers. Those are papers from the Franklin expedition, the search for the Northwest Passage. And those papers were damaged in the Arctic, have never been opened, so it's unclear what's written on those papers. Virtual unwrapping might be the thing that could reveal it. Und möglicherweise, auch wenn es sich offenbar vornehmlich um eine philosophische Bibliothek handelt, lauert da drin ja auch noch ein Exemplar der Bellorum Germaniae von Plinius dem Älteren, von dem sich HistorikerInnen weitere umfassende Informationen über die germanischen Regionen aus römischer Sicht versprechen. Immerhin war auch Plinius regelmäßig in der Gegend unterwegs und ist ja auch selbst beim Ausbruch des Vulkans 79 nach Christus in einer der Nachbarstädte von Herculaneum ums Leben gekommen. Hoffen können wir auf jeden Fall, es ist aber auch durchaus möglich, dass beide diese Werke bereits vor 270 Jahren im Abraum der Grabung gelandet sind. Aber auch auf gänzlich neue, beziehungsweise zumindest bisher unentdeckte Texte freuen sich Historiker und PhilologInnen, da diese mit Sicherheit eine bedeutende Ergänzung unseres Bildes von der römischen Antike darstellen würden. I think this will be a great revolution, not only in the field of Herculaneum papyrology, but in papyrology in general, and also in the field of literary studies, because of course this will produce new texts. So this will be extremely important for all people, for all scholars interested in antiquity. So I think that will be a great breakthrough in our field. Es bleibt also spannend. Und spannend bleibt es auch bei uns bei Captorga Visual History. Ich weiß, wir haben in letzter Zeit wenig Output hier auf dem Kanal gehabt. Das soll sich aber auch wieder ändern. Das liegt daran, dass wir zurzeit bis über beide Ohren tief in der Arbeit stecken. Unter anderem arbeiten wir zurzeit mit den Städtischen Museen Bamberg zusammen an einer großen Ausstellung rund um Heinrich II., Kunigunde und den Lebenswelten am frühmittelalterlichen Hof. Merkt euch also vor, ab dem, ich glaube, 24. Oktober in Bamberg wird es da eine große Ausstellung geben. Haltet euch die Terminpläne frei. Und wir haben gerade das Okay bekommen, dass wir auch zu den Rechercheinhalten rund um die Ausstellung Content machen dürfen und die Werbetrommel für die Ausstellung rühren. Also, ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann!